Hi, ich mache heute mal ein ganz anderes Video für euch, was ich so auf meinem Kanal auch noch nicht hatte. Die Firma Sofirn hat mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich von denen mal eine Stirnlampe testen möchte. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Gutes Licht ist immer wichtig, gerade wenn man unter Tage ist beispielsweise oder auch Stollen erkundet. Und da habe ich dann gesagt, schick mir mal so ein Ding zu. Dann teste ich das gerne mal für euch. Das ist auch ganz ehrlich. Also ich werde hier nicht dafür bezahlt, da ein positives Fazit abzugeben. Ich werde das ganz objektiv testen und werde euch auch sagen, was mir an der Stirnlampe gefällt oder nicht gefällt. Geliefert wurde das einfach in so einem, jo, braunen Kartönchen, wo einfach nur auf dem Sticker draufsteht, was drin ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Tisch und dann machen wir zusammen mal ein kleines Unboxing und schauen uns mal an, was in dem Karton so dabei ist. Ich habe den Karton gerade schon mal leer gemacht. Der gesamte Inhalt liegt jetzt hier. Wir haben natürlich als Hauptakteur hier die Sofirn SP40 Stirnlampe. Die ist gefertigt aus Flugzeugaluminium, macht tatsächlich in der Hand einen sehr guten Eindruck, sehr massiv. Hier klappert nichts, da wackelt nichts. Wir haben hier hinten die gummierte Schutzkappe für den USB-Ladeport, weil wir ja kein Netzteil oder Ladegerät haben. Heißt einfach das USB-Kabel an euer Handy-Ladegerät anschließen oder auch einfach an eine Powerbank. Zu den Funktionen kommen wir gleich. Dann haben wir hier das USB-Ladekabel. Dann haben wir hier noch einen Clip, womit wir die Stirnlampe einfach so an der Kleidung befestigen können, beispielsweise am Gürtel oder an der Hosentasche, ohne das Stirnband verwenden zu müssen. Dann haben wir das Stirnband selber hier mit dem Sofirn-Schriftzug. Sehr weiches Material, also fühlt sich sehr, sehr gut an, natürlich elastisch. Und dann haben wir hier noch eine Silikonhalterung mit zwei Ringen, wo dann die Lampe durchgeführt wird und dann kann man die komfortabel auf der Stirn tragen. Dann haben wir hier ein Reduzierstück, um die Akkugröße von einem 18650 Akku auf einen 18350 Akku zu reduzieren. Damit wird dann natürlich auch die Lampe deutlich kleiner. Packen wir gleich aus. Dann haben wir hier in dem Tütchen noch zwei Ersatzdichtringe, um die Lampe wasserdicht zu halten. Diese soll nämlich tatsächlich für 30 Minuten 1 Meter tief unter Wasser liegen können, ohne kaputt zu gehen. Und dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung. Die blätter ich ganz kurz mal auf. Dann drehen wir die auch so, dass man die lesen kann. Und dann haben wir hier englische Sprache, deutsche Sprache. Und auf der Rückseite haben wir russische Sprache und chinesische Sprache. Sollte natürlich reichen, um sich damit auseinandersetzen zu können, wie die Funktionen der Lampe sind. Und zu denen kommen wir jetzt gleich. So, jetzt nehmen wir uns doch hier die Lampe mal zur Ansicht. Wir sehen hier oben im Kopf, wir haben hier eine einzelne LED verbaut mit einem Reflektor und hier außenrum einen hell aluminiumfarbenen Bereich. Das Ganze, wie gesagt, ist echt massiv. Wir haben oben auf dem Kopf haben wir hier den Bedienknopf mit einem schönen Druckpunkt, der klickt auch schön. Allerdings sehe ich gerade, anscheinend ist kein Strom im Akku. Da müssen wir gleich mal schauen. Das testen wir jetzt einfach mal, indem wir den Akku da rausholen und gegebenenfalls einen anderen 18650 Akku dort einlegen. Oh nein, wir haben hier. Ah, okay. Auf dem Akkurücken selber lag so ein kleines Pappplättchen, wahrscheinlich um den Stromfluss zu unterbrechen. Den Akku schauen wir uns jetzt aber trotzdem mal gerade an. Ja, wir haben hier einen 18650 Akku von Sofirn mit einer Kapazität von 3000 mAh, einer CE- und einer ROHS-Zertifizierung. Ja, also dann werden wir mal gucken, vielleicht ist da doch noch ein bisschen Strom in dem Akku drin. Ich setze ihn mal wieder ein, schraube die Bodenkappe wieder auf. So, jo, der Akku hat tatsächlich Strom. Wir sehen es hier oben am grünen Leuchten, das heißt, der Akku ist voll. Bei halber Akkuladung würde hier oben rot leuchten und bei nur noch 20% Akkuladung würde es rot blinken. Wir sind hier im Low-Modus anscheinend mit 5 Lumen. Damit soll der Akku bzw. die Lampe tatsächlich 220 Stunden lang leuchten können, was schon eine ordentliche Zahl ist. Wir schalten mal durch und achso, nein, so habe ich sie ausgemacht, Entschuldigung. Ah, das ist die nächsthöhere Stufe. Da befinden wir uns jetzt auf 90 Lumen und ich finde, das ist schon ganz ordentlich. Damit wird man im Wald oder auch wo man am Abend langläuft, schon einiges sehen können. Dann schalte ich nochmal höher.
Und da sind wir jetzt bei 450 Lumen. Bei den 450 Lumen wird immer noch eine Laufzeit von 4 Stunden und 10 Minuten angegeben. Ebenfalls wird auch angegeben, dass wir damit eine Leuchtweite von 85 Metern erreichen. Und das sollte natürlich, wenn man draußen unterwegs ist, wirklich für alles ausreichend sein. Und jetzt haben wir noch einen Turbo-Modus. Und wenn ich jetzt doppelt klicke, glaube ich, dann springen wir auf 1200 Lumen. Jawohl, und wir sind deutlich hell. Also für eine Stirnlampe ist das wirklich, wirklich, wirklich hell. Ich nehme mal die Hand weg und leuchte einfach mal so hier so ein bisschen über die Sachen. Also wirklich, da ist anscheinend wirklich Leistung drin. Ein sehr sauberer Lichtkegel. Wir haben einen Fokuspunkt in der Mitte, der ordentlich ist. Und ich finde, das Licht hat eine sehr, sehr schöne natürliche Farbe. Also das wirkt jetzt nicht künstlich bläulich oder künstlich warm als Licht. Gefällt mir sehr gut. Ich merke jetzt gerade schon im Turbo-Modus, dass der Kopf hier oben ein bisschen warm wird. Einmal klicken und wir sind wieder im normalen High-Modus. Dann haben wir auch eine Memory-Funktion, heißt, wenn ich die Lampe in diesem Modus ausmache und den Knopf dann drücke, kehrt sie in diesem Modus zurück. Ja, Leuchtkraft ist auf jeden Fall da. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie die Lampe sich dann draußen schlägt im Dunkeln. Da habe ich für euch geplant, werde ich abends im Dunkeln mal in ein verlassenes Dorf gehen, was hier in der Nähe ist. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Lampe dann dort performt. So, weiter gucken wir jetzt mal gerade beispielsweise hier mit diesem Clip. Den werde ich jetzt mal an die Lampe dran machen. Oh, das geht satt, habt ihr gehört? Das sitzt bombenfest und jetzt kann man hier den Clip, der wirklich sehr fest ist, also der könnte für mich tatsächlich sogar ein bisschen weicher sein. Allerdings hat man so natürlich dann den Vorteil, dass man die Lampe höchstwahrscheinlich nicht verliert. Damit kann man sich das jetzt natürlich in die Hosentasche klemmen oder an den Rucksackgurt irgendwie so und kann die Lampe halt als normale Lampe benutzen und nicht als Stirnlampe. Ja, dann habe ich den Clip gerade wieder abgemacht. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an mit diesem Akku, mit dieser Reduzierhülse. Ich schaue mal gerade. Oh, was haben wir denn hier? Oh, anscheinend haben wir einen magnetischen... wir haben eine magnetische Endkappe. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Das ist eine sehr schöne Sache. Da kann man die Lampe nämlich auch einfach mal magnetisch irgendwo dran machen. Das ist die hält. Ich nehme mal den Akku raus. Und dann müsste ich ja jetzt hier das Stück ausschrauben können. Das funktioniert. Ja. Und hier dieses Stück eindrehen können. Das funktioniert auch. Und wenn ich jetzt hier die Kappe nehme und schraube die drauf, seht ihr, wie klein diese Lampe jetzt nur noch ist. Das ist ja jetzt also wirklich, das ist ja sehr, sehr klein, vergleichbar in etwa mit der Größe von der Olight SR1 Baton. Obwohl, da könnte ich sogar gerade mal schauen. Ich meine nämlich, die Olight hat einen Akku, der hier reinpasst. Ich habe jetzt hier mal den Akku aus meiner kleinen Olight genommen. Jetzt gucke ich mal, ob der hier reinpasst und ob wir dann die Lampe mit dem Akku auch betreiben könnten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann schauen wir mal. Jawohl! Ihr seht, schaltet durch. Ah, hier, guck mal. Aber der Akku hat unter 20% Ladung. Jetzt habt ihr das gerade gesehen. Ich mache das noch einmal. Da seht ihr das rote Blinken. Auch der Turbo-Modus geht mit dem kleinen Akku. Ja, wirklich tolle Sache. Allerdings hat er den Turbo-Modus jetzt direkt runtergefahren. Jetzt seht ihr, er blinkt dauerhaft. Heißt, der Akku wird wahrscheinlich sehr erschöpft sein und dann auch bald hier in der Lampe jetzt den Geist aufgeben. Aber tolle Sache, dass das wirklich funktioniert, dass wir mit einem kleinen Akku die Lampe deutlich verkleinern können. Dadurch wird die Lampe natürlich auch etwas leichter. Gefällt mir. Ist eine schöne Sache. Dadurch ist das Ding natürlich ultra klein, ultra handlich und verschwindet einfach bei mir in der Handfläche.
So, ja, das letzte war ja jetzt noch hier die Sofern SP40 auch mal in ihre Stirnhalterung oder in das Kopfband einzusetzen. Das ging eigentlich ganz gut. Die Silikonringe sind ein bisschen enger als der Lampendurchmesser selbst. Dadurch muss man die so ein ganz kleines bisschen aufweiten, dann kann man die Lampe da gut reinschieben. Hier sind dann so im Prinzip, ja, wenn man so will, vorgefertigte Rillen am Lampengehäuse, wo die Ringe dann regelrecht wie einschnappen. Die Lampe sitzt damit wirklich toll und bombenfest hier drin in dem Kopfband und man kann die halt so ganz leicht noch verdrehen, um den Winkel zu verändern, wie man das gerne hätte von der Leuchte her. Ja, wie sich das Ganze am Kopf trägt, wie bequem das ist und wie sich die Lampe draußen macht, das sehen wir uns dann bei den Nachtaufnahmen an. Ich würde sagen, ich warte dann jetzt, bis es dunkel ist und ja, dann geht's los und ich nehme euch mit. Bis später. Ich habe gerade noch ganz vergessen, ich wollte euch ja noch zeigen, wie es aussieht, wenn man die Lampe per USB auflädt. Ich nehme dafür jetzt hier einfach mal eine Powerbank zu Hilfe und stecke da ein Micro-USB-Kabel rein. So, das geht rein. Und wir sehen jetzt hier oben, dass es am Rotleuchten ist. Das heißt, wir laden. Was mich jetzt persönlich interessiert, ist, kann ich die Lampe nutzen, während sie lädt? Kann ich tatsächlich. Das heißt, ich kann durchschleifend laden und die Lampe benutzen. Das heißt, ja, wenn ich die Lampe mal zum Ausleuchten für irgendwas benutze auf kleiner Stufe, ja, kann ich wahrscheinlich mit der entsprechenden Powerbank die Leuchtzeit so gut wie ins Unendliche treiben. Ich bin jetzt nicht in das verlassene Geisterdorf gefahren, sondern befinde mich hier bei mir im Ort im Wald. Hier ist es auch sehr dunkel, wie ihr sehen könnt. Und ich gehe jetzt einfach mit euch mal die verschiedenen Leuchtmodis der Stirnlampe durch. Ich schalte die jetzt ein auf den kleinen Modus. Da könnt ihr jetzt schon einen schwachen Lichtschein sehen. Ich habe jetzt bestimmt eine Sicht von 10 Metern ungefähr. Das wird auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut rüberkommen. Ich schalte jetzt mal in den nächst höheren Modus. Ja, da seht ihr jetzt schon eine ganze Menge mehr. Da kann ich jetzt schon eine ganze Menge mit sehen. Das reicht für sämtliche Waldspaziergänge mehr als aus. Dann nehme ich jetzt den High-Modus. Und da haben wir jetzt schon richtig Leuchtkraft. Ja, da kann ich jetzt richtig hinten in den Wald mit reinleuchten. Und zu guter Letzt haben wir jetzt natürlich noch den Turbo-Modus. So, und hiermit schwenke ich jetzt auch mal hier lang. Da könnt ihr jetzt mal sehen, also da ist schon richtig Licht angesagt, ne? Und sagen wir mal, die angegebene Leuchtweite von 85 Metern, die kann ich jetzt hier schwer abschätzen durch die ganzen Bäume und das Dickicht. Aber ich habe hier eine sehr, sehr große flächige Ausleuchtung, habe einen Fokuspunkt in der Mitte, der sehr weit geht und habe hier also, ihr seht, das ist einfach so ein dunkler kleiner Waldweg. Ja, alles hervorragend ausgeleuchtet. Ich kann mal mit euch hier ein Stück lang gehen. Ja, und dann hier nochmal in die Richtung gucken. Ihr seht auch, wir haben hier einen kleinen Fluss. Da kann ich auch alles perfekt sehen. Überhaupt kein Problem. Also wirklich von der Leuchtkraft her sehr überzeugend, die Lampe. Ich drehe mich jetzt mal hier in die Richtung. Ihr seht das hier jetzt auch hier, ne? Der Efeu. Wie extrem hell der angeleuchtet wird. Ich gehe mal gerade aus dem Turbo-Modus zurück. Das ist die normale High-Modus-Stufe. Also wirklich eine sehr, sehr gute Ausleuchtung. Deutlich, deutlich besser als meine bisherige Kopflampe, die 4Class 500. Mit der war ich schon wirklich zufrieden, aber die Lampe hier ist da deutlich besser. Ja, das war's dann zu den Leuchtstärken. Als nächstes werde ich dann noch testen, ob die Sofern SP40 wirklich wasserfest ist für 30 Minuten. Das wird dann noch ein Test sein und dann werde ich noch testen, ob der Akku wirklich die 4 Stunden und 10 Minuten schafft in der höchsten Leuchtstufe, also nicht im Turbo-Modus, sondern im High-Modus. Das werde ich noch tun und danach werde ich dann noch ein Fazit abgeben und euch darüber aufklären, ob ich die Lampe kaufen würde oder nicht. So. Ja, ich werde dann jetzt mal den Wassertest machen, da ich hier natürlich kein 1 Meter tiefes Schwimmbecken oder sowas habe und leider hier auch nicht über eine Badewanne verfüge, wird mir anstattdessen hier das Wasserglas einfach zur Verfügung stehen. Ich achte jetzt darauf noch, dass ich den USB-Port hier hinten richtig zu habe und dass die Gewinde alle verschraubt sind richtig und dann werde ich jetzt hier gerade einmal einen Timer auf 30 Minuten setzen. So. Ja, und dann packe ich jetzt die Taschenlampe,
hier rein. Ihr habt es gehört, ist unten. Und dann lassen wir die 30 Minuten jetzt laufen. Ich kann jetzt schon mal sehen, also ich sehe im Kopf keinerlei Feuchtigkeit, also eine LED. Ansonsten denke ich, ist ja auch kein Wasser reingelaufen. So, ich habe jetzt einfach mal so zweimal mit dem Tuch drüber gewischt und jetzt gucken wir mal. Und jawohl, ihr seht, sie geht und sie schaltet auch durch die verschiedenen Modi inklusive dem Turbo. Ja, also 30 Minuten Wassertest. Ihr seht hier unten sogar noch ein bisschen Wasser dran. Nochmal drüber waschen. 30 Minuten unter Wasser schafft die Sofirn SP40, also problemlos. Sehr gut. So, jetzt machen wir mal den Leuchttest, wie lange der Akku denn durchhält. Hier in dem kleinen Vorraum halt ein bisschen, das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe diesmal die kleine Wetterstation da vorne mit hingestellt. Da sieht man auch oben rechts in der Ecke die Uhrzeit. Wir haben jetzt gleich 14.30 Uhr. Ich habe die SP40 komplett vorgeladen und ich schalte jetzt einfach im hohen Modus an, stelle die hier hin und dann lassen wir die so lange leuchten, bis der Akku leer ist. Und dann sehen wir am Ende, wie lange es war. So, ich mache hier noch das Licht aus und dann bis später. Ja, kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt gleich 15.30 Uhr, das heißt, die Sofirn SP40 leuchtet jetzt seit einer Stunde in der normalen höchsten Leuchtstufe. Und weiter geht's. So, ein weiteres Update. Wir haben jetzt fast 17 Uhr, das heißt, die Sofirn SP40 leuchtet jetzt schon seit 2,5 Stunden auf der höchsten Leuchtstufe. Mal sehen, wie es weitergeht. So, nächstes Update. Wir sind jetzt bei 3 Stunden und 30 Minuten Leuchtzeit und ja, die Lampe leuchtet oben immer noch nicht rot. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir die 4 Stunden und 10 Minuten durchaus schlagen können. Lassen wir uns mal überraschen. Bis gleich. So, Update. Wir haben jetzt die 4 Stunden und 10 Minuten erreicht. Ja, was soll ich sagen? Die SP40 leuchtet weiter vor sich hin. Immer noch keine Warnung, dass wir nur noch auf 20% Leistung sind. Ja, ich denke mal, ab jetzt gehen wir dann in den Bonusbereich. Ne? Schauen wir mal, wie weit es noch geht. So. Ja, wir sind jetzt bei 4 Stunden und 30 Minuten. Also schon 20 Minuten über der angegebenen Zeit. Ich gehe jetzt nur gerade mal hin und gucke hier mal wegen der Temperatur. Da ist gar nicht so viel. Und nur einmal um zu zeigen, beziehungsweise auch ein bisschen um zu kontrollieren, dass ich mich hier nicht verdrückt habe. Es ist tatsächlich der Heimmodus und naja, weiter geht's. Hier mal beenden, auch weil gleich die Speicherkarte der Kamera voll ist und wir sind jetzt bei annähernd 5 Stunden Leuchtdauer. Wir sind immer noch nicht in dem Bereich, wo die Lampe meldet, hey, ich habe nur 20% Akku, das heißt, da wird auch noch mehr gehen. Hier sitzt an der Uhr oben rechts in der Ecke, wir haben jetzt 19:29 Uhr, also beinahe 5 Stunden rum. Ich mache die Lampe jetzt hier nochmal aus. Übrigens habe ich eben vergessen zu sagen, die ist komplett kalt, ne? Also da erwärmt sich gar nichts. Ich habe die jetzt mal ausgemacht und jetzt mache ich sie nochmal an und gucken, ob sie jetzt irgendwie was sagt. Da blinkt sie jetzt rot, also sind wir jetzt doch irgendwie im 20% Bereich. Ja, jetzt blinkt sie dauerhaft. Das heißt,
Sie würde dann gleich irgendwann ausgehen. Allerdings muss man einfach sagen, die versprochene Leuchtdauer hat sie deutlich überschritten. Und ja, ich denke, sie wird jetzt auch noch einen Moment weiter leuchten. Allerdings beende ich das jetzt hier, weil Speicherkarte voll. Hut ab, ganz tolle Leistung. Ich bin echt zufrieden, sehr begeistert. Und ja, im Ende zeige ich euch jetzt noch das Fazit. Was habe ich jetzt abschließend zu der Sofirn SP40 zu sagen? Die kleine Lampe hat mich wirklich überrascht, sehr überzeugt. Extrem hell, wirklich, wirklich tolle Leuchtkraft. Die Akkuleistung ist enorm groß, habt ihr ja gesehen eben. Und ja, wasserdicht ist die Lampe. Ich kann damit alles machen, was ich brauche. Als Stirnlampe perfekt, auch als EDC-Lampe mit dem Clip. Das allerdings ein kleiner Negativpunkt, wie ich finde, der ist mir zu fest. Also den hätte man weicher gestalten können, der sitzt bombenfest, das ist auch gut so, aber er ist vom Material her ein bisschen, ja, zu feste. Und als zweiter Negativpunkt, kleiner Negativpunkt für mich ist, dass die Lampe nicht über Rotlicht verfügt. Also wenn man nachts mal draußen Fotos macht, ist das mit Rotlicht immer angenehmer, weil man blendet nicht alles drumherum. Und ja, auch wenn man mal im Wald unterwegs sein sollte, ist Rotlicht besser, als mit einem hellen, geilen Licht durch die Gegend zu rennen. Ist mal ein bisschen getarnter unterwegs. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, für mich ganz klare Kaufempfehlung. Die Lampe ist aktuell bei Amazon für 39,99 € zu haben. Ich werde den Link auch unten in die Videobeschreibung setzen. Ich möchte der Firma Sofirn auch danken, dass sie mir die Chance gegeben haben, die Lampe zu testen und mir die Lampe zur Verfügung gestellt haben. Ist nicht ganz selbstverständlich. Ich habe ja noch einen sehr, sehr kleinen Channel. Bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Finde ich echt toll. Und ja, ich hoffe, dass da vielleicht noch das ein oder andere kommt, was ich für die Firma Sofirn testen darf. Wir werden sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Gerne kommentieren, auch Fragen um die Lampe beantworte ich gerne. Und ja, auch immer gerne ein Abo dalassen. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.